So, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge des PSAP Live YouTube. Ja, letzte Folge, richtig geil. 9 Minuten 35, ja. Und das ohne Stoppuhr, jetzt habe ich es übrigens an. Also ich bin echt, ich bin schon ein bisschen voll, ne? Ein bisschen. Gut, ja, ab geht's. Wir fliegen hier gerade mit dem Flugzeug etwas rum. Ja, Gesprächsthemen sind wieder nicht vorhanden. Ich kann einfach daran nur Scheiße benennen. Gesprächsthemen ausdenken oder wie auch immer man das nennt. Ja. Aber was soll's. Anscheinend gefällt es euch ja trotzdem. Sonst hätte ich keine 100 Abonnenten. Oh, wo ich gerade auf die 100 Abonnenten zu sprechen komme, ja. Apropos 100 Abonnenten. Das 100 Abonnenten Special, ja. Das war ja angekündigt, als ich noch Videos gemacht habe. So genau zum Ende, ja. Das war so, okay, ja. Jetzt kommt es bald, ja. Und dann kam keine Videos mehr. Ja, mit dem 100 Abonnenten Special ist das so eine Sache. Ich habe jetzt da mal ein bisschen geguckt und. Ich könnte theoretisch einen Livestream machen, ja. Das Problem ist, zum einen steckt viel Aufwand dahinter, ja. Einfach weil, ja, ich da wieder das Ganze so perfekt wie möglich hinbekommen möchte. Und ja, deswegen nochmal extra Aufwand hineinstecke. Deswegen, ja, würde sich das dann wieder bis wahrscheinlich zu Weihnachten verzögern, ja. Bis ich dann wirklich wieder richtig viel Zeit habe. Und mir auch was richtig Gutes für ausdenken ja kann und eben alles richtig gut vorbereiten kann, nicht, dass es dann irgendwelche Probleme gibt, ja. Und ja, da ist dann ein großes Problem dabei, ja. Ich möchte das Ganze nicht umsonst machen, ja. Ich vermute nämlich einfach mal, dass wenn ich jetzt auf einem SMP-Party jetzt hier 20 Aufrufe habe, ja, das heißt, lange ist das 20 Leute in den Livestream gucken, ja, wenn 20 Leute eigentlich sofort einen Livestream machen, ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen, ja. Aber, ja, ich sag etwas oft, ja. Naja, das wird auch wieder. Also, dachte ich mir, wenn sowieso, sagen wir mal, mindestens 3/4 der Leute den Livestream sehen könnten, die nicht gucken werden, sondern dann sich die Wiederholung auf YouTube vermutlich angucken werden. Warum? Ja, lasse ich das Ganze mit dem Livestream und mache einfach nur die Videos, die ich eigentlich als Livestream haben wollte, beziehungsweise die Spiele, die ich eigentlich im Livestream spielen wollte, spiele ich ja so. Und habt dann irgendwie, was weiß ich, 1,5 Stunden Video, die ihr euch dann angucken könnt. Ja, wobei man jetzt auch wieder sagen muss, ja, 1,5 Stunden, das ist dann nicht so lang. Ich hatte mir jetzt halbe, ja, irgendwie, was hatte ich vor, ich hatte 1,5 Stunden SMP, Live-Review, ja, dann 1/2 Stunde Minecraft, irgendwas, ich weiß gar nicht mehr was, und dann noch 1,5 Stunde, SMP New Dawn, ja. Von dem Konzept bin ich immer noch überzeugt. Das Problem ist halt, das Problem ist, wenn ich ein 1,5 Stunden Video hochlade, dann wird sich niemand das Video 1,5 Stunden lang angucken. Und das gleiche befürchte ich für die 1/2 Stunde Videos, ja. Erst recht, weil ich schätze mal, die Videos nach ungefähr 10 Minuten ziemlich langweilig werden. Werden würden. Das ist richtig, ja. Deutsch ist kompliziert, ich weiß. Wo war ich? Oh, okay. Ich bin fertig. 8500, yay, ich bin reich. Ich habe fast 200.000 auf dem Konto. 8000, was will ich damit? Gut. Werden würden. Scheiße, soll ich echt vergessen? Alter, das geht es nicht, ja. Ach, das ist unglaublich, ja. Genau. Dass ich dann extrem langweilig werden würde, das heißt, ich würde jetzt mal hier so fragen, wie sieht's aus mit Gesprächsthemen, ja? Sonst, ja, werde ich mir irgendwelche anderen Spiele aussuchen, die jetzt vermutlich weniger in das Kanalkonzept passen, über die ich reden kann, ja? Das heißt, kein SMP. Weil bei SMP, das ist einfach so ein Spiel, du kannst nicht darüber reden, ja? Es gibt viele Spiele, wie zum Beispiel Minecraft, auch wenn ich das nicht ganz verstehe, aber es funktioniert halt. Du kannst einfach über das Spiel reden und es funktioniert einfach. Das funktioniert bei SMP nicht, ja? Du kannst einfach über das Spiel reden, aber es funktioniert nicht. Also, vielleicht bei manchen, aber bei mir funktioniert es definitiv nicht. Das heißt,
ich würde Minecraft Let's Play und ja, Minecraft. Let's Play Livestream. Nicht Livestream. Irgendwas in der Richtung, ja. Special machen. So. Und ja, sonst müssen wir noch ein paar Spiele überlegen. Wo ich jetzt wieder auch auf Civilization 5 zurückkommen muss, weil das ist auch ein Spiel, wo ich mir jetzt beim privaten Spielen denke, damit ich keine Probleme hätte, über das Spiel zu reden. Natürlich weiß ich das jetzt noch nicht. Ja? Aber es kommt mir jedenfalls so vor, ja. Denn es gibt viele, viele, viele Informationen in den Spielen, in die man auch erstmal reinkommen muss. Ja, das heißt, das Spiel ist immer gut. Weil davon gibt es erzählen, was man nicht einfach nur logische Zusammenhänge erkennen kann, sondern sich reingearbeitet haben muss. Und ja, dann freuen sich alle. Ich habe irgendwas, worüber ich reden kann, ja? Das heißt, würde dann erst auf die Spiele gehen, die nicht zu meinem Kanal rauskommen. Der Civilization nicht. Das Game, wo ich auch nicht ziemlich krass überlegen bin. Das gucke ich dann, ne? Das. So, gut, dann. Na, wisst ihr, was abgeht? Also, ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Und ja, ich werde auf jeden Fall sagen, damit das eine oder andere ein Special vor Weihnachten wird, ja? Es wird vor Weihnachten kommen. Und wenn es der 23. wird, ja? Und wenn es der 23. wird, es wird auf jeden Fall vor Weihnachten kommen. Ja, das heißt, ich werde jetzt mal gucken, Livestream wird auch noch vor Weihnachten schaffen. Ich glaube, ich überschätze die Zeit, die man in so einem Livestream stecken muss. Es waren vor allem so viele Bus. Ist irgendwie Busfahrer der neue Superjob oder so? Nein. Ja, weiß ich. Gut, dann fahren wir noch ein bisschen rum. Ja, wie gesagt, jetzt wieder dieser Punkt gekommen. Die Gesprächslinien sind mir ausgegangen. Und ja, und wie gesagt, nach 10 bis 15 Minuten wird das Video langweilig. Das sind jetzt insgesamt 16 Minuten, ja. Ich glaube, ich habe schon mal ein bisschen verlernt, wie man zu kann. Obwohl, ich weiß nicht, über welche Altersgruppe Zuschauerbereich aufgeteilt ist. Eventuell haben wir, dürfen auch schon 90% meiner Zuschauer einen Taschenrechner benutzen. Ich gehe einfach mal raus, dass es ein oder zwei gibt, die halt nicht so ist, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Jo. Dann war es erstmal mit dem Part. Ja, da ist jetzt etwas kürzer geraten. Aber besser, als wenn man wieder überhaupt nichts kommen würde, ja. Dann, ja, wie gesagt, schreibt mal eure Meinung zu diesem Thema in die Kommentare. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann und tschö.